Du kommst eh nicht da hoch. Das Wasser in den Mund gekriegt. Glaub mir, das ist nicht lecker. Stinkt das hier, ne? So. Nein, nein, ich hab dich. Ja, ich weiß. Warte. So. Okay, ich geh jetzt mal im Boot rüber. Bin doch. Komm her. Ich hab dich. Oh, Mann. Das habe ich doch gleich gesehen. Ah, verdammt. Ah. Ah, komm her.
Okay, die können alle fliegen. Kann auch fliegen. Ja, ne? Ich hab dich. Ich hab dich. Okay, ich glaube, hol dir mal das Flauschige da hinten. Da ist sie, warte. Ja, die säuft doch hier ab. Ich hab sie, ich hab sie. Ja. Oh Mann. Ja, die können hier in dem Zeug nicht tauchen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir die hier reintreiben, weißt du? Weil die hier nicht so gut tauchen können. Tu sie bei mir rein, ne? Ja, ja. Ja, ich hab dich. Komm her. Gut. Soll ich deine Enten mitnehmen? Dann kann der dir eine leere Box mitbringen. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz gut. Wie viel haben wir jetzt? Du hast zwei und ich habe zwei, ne? Ich habe drei. Oh, krass. Das ist echt... ich habe auch drei. Krasser Scheiß. Ach, danke. Ja, genau. Leere Box und deine ist dann ja auch leer. Dann haben wir heute. Genau. Ich glaub, wir kommen. Hast du mein Paddel? Das liegt ja hinten, warte. Ich hab noch mal sechs, ne? Könntest du mal das Boot ranziehen? Ich muss mal kurz hier rangehen, wenn das wegen der Tiernotruf Röckling. Ein bisschen, ja, die untere. Moment, ich weiß gar nicht, ob die... Na, ich glaube, hier ist eine gestorben, oder? Also eine war davon eben dran. Ja, ne, sie lebt noch, aber... Ja. Sah gerade so aus, als würde die sich nicht mehr bewegen. Sind die noch dazu? Ja, okay. Und die drei sind mittel. Ja. Und die zwei sind ein bisschen am Randalieren. Ja, hier sind ja, ja auch noch zwei. Ne? Da sind auch noch zwei, die sind aber auch soweit okay. Und das sind ja hier die Nilgänse und die Blässhühner. Was war hier noch? Hier war auch eine Nilgans, ne? Ja. Ja. Also ab und zu randaliert die da drin und dann ist sie wieder ganz gut. Gut, das ist sie auch alleine. Ach, das schon mal wegbringen, Mäuschen. Hast du mir die dann mal eben? Schaffen wir es noch nach hoch. Hm? Danke. Oh. Da ist noch eine Nilgans. Ich weiß nicht, ob die lebt. Direkt am Ufer. In den Dorn gestrüppt. Lebt die? Scheiße, wie kommen wir denn da jetzt dran? Nein, nein, nein. Die geht da nur auf die Insel hinten. Warte mal. Ja, ich muss von hinten kommen. Weil da kommen wir so nicht dran. Ja, ja. Ja, ja, klar. Also hier ist alles voll Dorn. Ich guck mal, hier bei dem Baumstamm müsste ich eigentlich drauf kommen. Hier wäre eine super Stelle, aber da haben sie extra die ganzen Dorn vorgetan. Okay. Da ist ein Stück Holz im Weg. Hänge. Komplett. Ach, Scheiße. Aua. Aua. Ach Mann, das habe ich auch anders gelernt. Sag mal, die sind doch nicht normal hier. Die können doch hier nicht. Oh.
soll ich denn hier durchkommen? Es ist alles mit Dorn und Stacheldraht zu. Ich komme hier, ich versuch's mal über den Baum hier. Anders weiß ich es jetzt auch gerade nicht. Ja, hier komme ich durch, glaube ich. Ah, tote Ente, toter Erpel. Okay, ich bin drauf. Warte. Da sitzt noch eine Ente. Ich soll gleich mal gucken, ob die auch betroffen ist. Ach, Mann. Jetzt kommt die Gans auch ins Wasser, Christian. Hast du den Erpel? Warte, dann halte ich dir so lange im Auge. So, also ich werde jetzt hier an der Stelle nochmal meine Aussage revidieren. Das ist am Botulismus das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe, wenn es denn Botulismus ist. Aber so viele Tiere in kurzer Zeit, da hängt eine tote Ente, da ist eine tote Ente. Da hinten sind zwei tote Enten im Wasser, da vorne sind zwei tote Küken im Nest, dahinter war eine tote Ente. Da vorne ist eine tote Ente und eine tote Nilgans. Überall tote Fische. Hier ist jetzt noch eine lebende Nilgans. Der Kollege ist gerade auf dem Wasser mit einem Erpel beschäftigt, der mir hier gerade entwischt ist. Und wir haben erst vor einer halben Stunde angefangen. Okay, dann schwimm raus, dann komme ich hinter dir her. Dann machen wir das. Ach so, was ist mit dir? Ach, du auch. Ach, komm. Ich dachte, du sitzt hier auf dem Nest, aber das ist überhaupt nicht dein Nest, ne? Hätte mich auch gewundert. Ach scheiße, hier sind ja die Nutria. Die Nutria ist drunter, warte mal. Nicht, dass ich den Bau einbreche. Ah, verdammt. So, dann holen wir uns jetzt noch die Nilgans. Musst du mal zu deinen Artgenossen. So, Nili, ich komme. Ja. Da bist du doch. Sehe ich dich nicht mehr? Da bist du. Ja, lange kannst du das nicht mehr. Da bist du. Ja, verdammt. Das Wasser nicht so undurchsichtig wäre. Da bist du. Wo bist du denn jetzt? Hallo, da bist du. Ach, das gibt's doch nicht. Man sieht hier aber auch nichts. Ein paar Blubberblasen. Ich glaube, die kommt jetzt hier vorne irgendwo raus. Da bist du.
Das war's jetzt. So. Okay. Also letztes Jahr war das Wasser viel klarer, da konnte man die richtig tief tauchen sehen. Jetzt sieht man gar nichts. Ja, aber es ist im Sommer meistens. Ja, das war eine kleine Verfolgungsjagd jetzt, aber ein bisschen länger als ich gedacht hätte, weil die war sehr schwach und sie war auch eigentlich mal relativ nah dran. Also, dass sie dann doch noch so einen Kampfgeist hat, alle Achtung, in dem Zustand. Das sind ja Nilgänse, die sind echt hart. Die sind hart im Nehmen. Nicht umsonst so viele, ne? Ja. Ja, die können was, die können echt was. Du hast... Oh, was hast du mit der Zunge überhaupt? Ah, guck mal, der hat unten den Unterschnabel aufgerissen, da hängt die Zunge durch. Ja, das ist der, den ich... Ja, ja, das ist der, der hinter dem du erst her warst, ne? Okay, guck mal, ob du für den noch irgendwas findest. Grünes am Kopf? Achso, das ist... Nee, das ist... der ist jetzt gerade im Gefiederwechsel.